Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag. Die Schule beginnt wieder und mit ihr die schon in die Jahrzehnte gehende Bildungsdebatte. Wie bringt man es zustande, dass Kinder einerseits ihr Kindsein genießen, andererseits auf die Bedrängnisse des Lebens vorbereitet werden? Wladimir Kaminer, deutscher Schriftsteller russisch-jüdischer Herkunft, argumentiert im Buch »Coole Eltern leben länger« so. Die Schule ist eine staatliche Einrichtung, also muss man sich gegen sie wehren. Die Philosophin Ariadne von Schirach tadelt in ihrem Buch »Du sollst nicht funktionieren« die maßlos gewordenen Anforderungen an uns selbst. Und der Zukunftsforscher Matthias Horks beschäftigt sich mit der Zukunftsangst, von der unsere Zeit bestimmt wird. Vor den Neuerscheinungen greife ich zum letzten Mal in den Schatz des Literaturkanons des Wiener Stadtschulrats, der sich nun hoffentlich seinen festen Platz im Unterricht gesichert hat. Lesen Sie oder schenken Sie einem jungen Menschen Truman Capotes Kaltblütig, das in seiner Sachlichkeit bestürzende Protokoll einer Bluttat, die im Jahr 1959 in den USA begangen wurde. Zwei Haftentlassene töten ohne nachvollziehbaren Grund eine Farmerfamilie. Die Aktualität der Vorgänge nimmt einem den Atem. Und jetzt die Neuerscheinungen. Verspielt. Roman Klementowitsch. Erschienen bei Gmeiner. Zu haben um 13,40 Euro. An Kriminalautoren herrscht in Österreich ja kein prinzipieller Mangel. Über dieses Debüt aber lässt sich diskutieren. Ein von einer Dienstreise nach Wien heimgekehrter Unternehmer muss binnen 3 Tagen den Grund für die Entführung seiner Frau erraten. Sonst ist sie tot. Der Mickel. Otto Hans Ressler. Erschienen bei Edition Vabene. Zu haben um 21,90 Euro. Ressler, einer der führenden österreichischen Experten moderner Kunst, erzählt die Biografie des bedeutenden abstrakten Malers Josef Mickel. Als Roman mit Mickel als Ich-Erzähler. Das geht tatsächlich auf. Und wie? Der Fisch in der Streichholzschachtel. Martin Ammanshauser. Erschienen bei Deutige. Zu haben um 22,60 Euro. Fred ist Alarmanlagenverkäufer in ständiger Geldnot. Auf einer Kreuzfahrt versinkt er samt Schiff und Gattin, doch ein Piratenschiff aus dem Jahr 1730 fischt sie auf. Skurril, surreal, amüsant. Fein mit den Mechanismen des Kolportage-Romans spielend. Im Frühling sterben. Ralf Rothmann. Erschienen bei Suhrkamp. Zu haben um 20,60 Euro. Ein halbwüchsiger Soldat, kurz vor der Kapitulation Nazi-Deutschlands zur SS eingezogen, soll seinen desertierten Freund erschießen. Ein Stück großer Literatur über die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs in der Nachfolge des Pazifisten Erich Maria Remarque. Gray, E.L. James, erschienen bei Goldmann, zu haben um 15,50 Euro. Der verklemmte Spießer-Porno 50 Shades of Grey war schon anlässlich seines Erscheinens um 608 Seiten zu lang. Der nun vorliegende 4. Band, diesmal aus der Sicht des Psychoten Christian, weckt mit seinen nur 559 Seiten Hoffnungen auf erste Ermattungserscheinungen der umtriebigen Dichterin. Wenn aber mein Tischbein demnächst seine Sicht publiziert, sind 1000 Seiten das Minimum. Das wird die wahre Sadomaso-Veranstaltung mit denen, die da schon unten sind. Meine Damen und Herren, ehe er Russendisco schrieb, brachte sich Wladimir Kaminer mit Gelegenheit, Jobs und dem Veranstalten von Untergrundkonzerten in der Moskauer Rockszene durch. Heute lebt er als deutschsprachiger Autor in Deutschland. Als Vater zweier Kinder weiß er über die Herausforderungen der Pubertät Bescheid. Er meint, wer wenig weiß, kann länger schlafen. Zumindest bis zur ersten Facebook-Party der Tochter. Brav und zufrieden sind Kinder übrigens genau dann, wenn die Eltern außer Haus sind.
Wenn die bei ihrer Rückkehr nach längerer Abwesenheit allerdings entdecken, dass eine Flasche Wodka geleert und der Zigarrenvorrat aufgebraucht ist, und wenn ihnen glaubhaft versichert wird, dass es die Katzen waren, dann sind pädagogische Grundsatzentscheidungen erforderlich. Und seit heute ist sein neues Buch »Das Leben ist keine Kunst« erhältlich. Herr Kaminer, wie schön, dass Sie bei mir sind. Kommen Sie bitte mit mir. Und nehmen Sie dort auf der Bank vor Ihrem Porträt Platz. Womit darf ich Sie denn so mal erfreuen? Ich hätte Rotwein da. Feine Sachen. Gegen Rotwein kann ich nichts sagen. Und sofort werde ich Ihnen, ich habe hier einen Merlot oder ich habe einen Blaufränkischen. Was wäre Ihnen lieber? Ich nehme den Blaufränkischen. Bitte schön, ist schon unterwegs. Man muss immer, glaube ich, vor Ort immer die regionalen Delikatessen zu sich nehmen. Verstehe. Wie gefällt Ihnen denn das Porträt, das der Oskar Stoker von Ihnen gemacht hat? Also das Porträt ist schon schön, bloß ich schaue etwas grimmig. Sie sind prinzipiell nicht der grimmige Typus, nicht? Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich sehe mich ja nicht von der Seite. Ich bin noch nicht so weit. No, das kommt schon noch. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, dann sind Sie zufrieden? Lächerlich, freundlich. Verstehe. Na, inwiefern leben denn coole Eltern länger? Weil Sie haben gesagt, diese Sache mit dem Wodka oder Cognac, so ein Eichhörnchen. Was ist Eichhörnchen? Dieses Getränk, das die Kinder in ihrer Abwesenheit massenhaft verputzt haben? Das ist schwer übersetzbar. Eichhörnchen steht bei den Russen für das kleine Teufelchen, das bei einem Betrunkenen eben auf der Schulter erscheint. Ah. Verstehe. Oder im Spiegelbild. Ja. Da sind sowieso in der russischen orthodoxen Kirche ist das Bild des Teufels ganz anders. Das ist keine große böse Übermacht, sondern eher etwas Kleines und Niedliches, was aber einen total so vom Weg abbringen kann. Und dafür steht eben dieses Bild des durchgeknallten Eichhörnchens. Mhm. Diese Wodka-Sorte, die angeblich die gefährlichste von allen Sorten sein soll, weil gleich nach der ersten Flasche dir dieses Eichhörnchen auf die Schulter springt. Ja, auf die Schulter springt, genau. Und da haben die Kinder reichlich davon genossen, einmal schreiben Sie. Ich habe geschrieben, dass ich immer Angst hatte von diesen Flaschen, die wir selbst als Eltern nicht austrinken, die wir geschenkt bekommen haben. Weil normale Flaschen, so gute österreichische Weine zum Beispiel, die trinken wir aus. Mhm. Und das, was stehen bleibt, das ist dieses komische, krumme Zeug, wie zum Beispiel Wodka mit dem Eichhörnchen auf dem Etikett. Ich sage mir immer, diese Flaschen, diese komischen Flaschen oder diese koreanische Schnaps mit dem Tigerschwanz und sowas, die lasse ich bis zum letzten Gericht stehen, weil laut Bibel wird in dieser Zeit wird man das Gute vom Schlechten nicht mehr unterscheiden können. Ja, ja. Und da trinken wir die ganzen schlechten Flaschen, dachte ich. Na, verstehe. Vorausgesetzt, die Kinder trinken sie nicht vorher. Ja. Na sicher, ich verstehe. Sagen Sie, warum muss man sich gegen die Schule wehren, würde ich gern wissen. Meine Tochter ist Gymnasiastin, ist überglücklich in der Schule und freut sich ihres Lebens dort. Das Hauptproblem ist, dass jeder Mensch, also niemand braucht fremde Erfahrungen. Jeder Mensch will alles selbst erleben. Mhm. Wenn man selbst nicht auf die Nase fällt, glaubt man weder der Schule noch den Eltern. Mhm. Und deswegen stellen die Kinder alles in Frage, was ich auch akzeptiere, auch für richtig halte. Mhm. Bloß nur als Elternteil mache ich mir natürlich Sorgen. Ich möchte da irgendwie, wenn ich nur wüsste, es gibt so ein russisches Sprichwort, wenn man wüsste, wo man hinfällt, hätte man Stroh hingelegt. Also stehe ich mit diesem Stroh. Ja. Weiß aber nicht, wo sie dann hinfallen werden, diese Kinder. Das heißt, sie rennen ununterbrochen, würden sie mit dem Stroh herumrennen und wüssten nicht, was tun. Und bei meiner Mutter genauso. Ja. Ich habe jetzt
Vielleicht ist das eine Einbildung, aber so vom Gefühl her stehe ich gerade so mitten im Leben, wo ich auf der einen Seite diese sogenannten Kinder habe, die überhaupt keine Kinder mehr sind, sondern also zumindest aussehen wie erwachsene Menschen. Ja. Die fühlen sich nicht wie Kinder. Und wollen die Welt erobern. Und auf der anderen Seite habe ich meine Mutter, die 83 ist, aber sie fühlt sich gar nicht alt, sondern sehr jung und will auch die Welt erobern, jetzt auf Reisen gehen, wobei sie kaum eine Treppe hochsteigen kann. Sehr kompliziert. Ja, sagen Sie mir bitte eins. Was ist denn jetzt eigentlich? Ist das Leben jetzt eine Kunst oder ist das Leben keine Kunst? Sie haben dieses K ja so kunstvoll eingeklammert. Na, wenn ich es genau wüsste, dann hätte ich das nicht in Klammern gesteckt. Aber jetzt unter uns, ich glaube, dass Leben keine Kunst ist. Für mich sind Künstler Menschen, die es besser wissen oder es glauben, besser zu wissen und versuchen, eine eigene, alternative Welt auferstehen zu lassen. Ja. Dabei fallen sie sehr oft auf die Schnauze und in dieser Diskrepanz zwischen der realen und der erträumten Welt liegt sehr viel Komik. Deswegen konnte ich ein ganzes dickes Buch darüber schreiben, wie Künstler durch ihre Kunst zu Schaden kommen, entweder selbst zu Schaden kommen oder große Schäden einrichten für die anderen. Aber es ist ein sehr liebevolles Buch natürlich. Ja, eindeutig. Bitte bleiben Sie bei mir, diskutieren Sie auch weiter. Ich hole den nächsten Gast und wir reden dann zu dritt weiter. Okay? Gut. Meine Damen und Herren, Ariadne von Schirach hat wie andere erfolgreiche Mitglieder ihrer Familie ihren Namen nicht geändert. Dazu hätte sie durchaus Anlass, denn ihr Großvater war Gauleiter in Wien. Über ihn sprechen wir heute nicht. Sie selbst ist Philosophin, Dozentin und Autorin. Ihr Sachbuch Tanz um die Lust hat Sexualität und Konsumsucht in provokante Beziehung gesetzt. Und ihr aktuelles Buch Du sollst nicht funktionieren wendet sich gegen ein panisches Glücks- und Erfolgsstreben. Als Pornogräfin. So polarisierte Ariadne von Schirach in den Schlagzeilen. Damals noch als Blondine, denn wenn man schon ein Buch über Lust und Liebe schreibt, dann schon klischeehaft in Blond. Prompt wurde es als Pornobuch abgestempelt. Etwas, das die Philosophin eigentlich nicht wollte. Zum Bestseller wurde es trotzdem. Und wieder zeigt sich, Sex sells. Und das, obwohl von Schirach die zur Schaustellung von perfekten Körpern und unrealistischen Idealen eigentlich kritisierte. So auch in ihrem aktuellen Buch Du sollst nicht funktionieren. Dieses Mal unmissverständlich philosophisch und seriös mit braunem Haar fragt Ariadne von Schirach, wie es mit uns weitergehen soll, wenn die Anforderungen an uns selbst immer maßloser werden. Auch als Dozentin an der Universität sieht sie Studierende tagtäglich mit enormem Leistungsdruck konfrontiert. Ihr Rat? Den Körper wieder bewohnen statt kontrollieren. Und das Leben leben statt verwalten. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Was darf denn sein? Ein Rotwein? Vielleicht hätte Blaufränkisch oder Merlot. Ich hätte auch ein Wasser, ich hätte Rivella, einen Schweizer. Ich bin ja halb Schweizerin und bin deshalb allen Schweizer Dingen auf der Welt verpflichtet, oder einigen zumindest. Und da gehört Rivella dazu. Rivella. Na dann bitte nichts wie. Das ist. Hoppala. Eine Rarität, dass sowas gewünscht wird. Es ist wunderbar, es ist ein Molke-Getränk. Ja, eben. Das ist und es ist auch so gesund. Also ich habe gehört, dass Molke sehr stark basisch wirkt und ausgleichend in diesen modernen Zeiten. Das klingt aber nicht gut. Aber wie Sie meinen, bitte sagen Sie mir eines. Was heißt, du sollst nicht funktionieren? Eine Aufforderung, Leistung zu verweigern, was ist das? Also erstmal ist natürlich irgendwie ein irgendwie paradoxes Gebot. Also das ist wie, du sollst nicht gehorchen. Ja, ja. Also was jetzt? Jetzt gehorchen oder nicht gehorchen? Nur so ja? Und ich glaube, dass in so Anforderungen, die man eigentlich gar nicht erfüllen kann, sehr viel über unser Menschsein an sich liegt. Und das Funktionieren, das habe ich in einer ganz bestimmten Weise gebraucht. Der Philosoph Slavoj Žižek hat mal gesagt, Ideologie bedeutet, etwas zu tun, ohne dass man weiß, dass man es tut. Und zu funktionieren heißt in dem Sinne, dass man macht, was man halt gerade so macht.
dass man halt gerade macht, was alle machen. Und wenn man gerade macht, was alle so machen, dann ja, versucht man sich auf verschiedenen Märkten zu bewähren. Datingmarkt, Arbeitsmarkt, Gesundheitsmarkt. Und verwandelt sich in einen Unternehmer und ein Produkt zugleich und versucht, seine Performance zu verbessern. Und diese Ideen, dieses Funktionieren, was heute eben etwas mit Selbstoptimierung zu tun hat, darum geht es in dem Buch. Sie monieren Freude, Ausgelassenheit, Zärtlichkeit, Überschwang. Was ist passiert? Warum beginnt sich das langsam zu verflüchtigen? Es ist eine panische Zeit. Die Leute fürchten sich das irgendwie. Ich glaube, es ist eine zugleich unendlich aufregende und unendlich langweilige Zeit. Es ist eine Zeit, in der alles total normal ist und gleichzeitig alles in der Krise. Es ist eine Zeit voller Angst und voller Sicherheit. Was uns fehlt, ist das Dritte, das Vermittelnde. Zum Beispiel das Gegenteil von Sicherheit ist Vertrauen. Sicherheit sind Garantien, die überhaupt niemand geben kann, aber man verkauft sie trotzdem. Vertrauen ist ein Handeln ins Offene hinein. Meine Überlegungen jetzt, wenn wir auf das Überschwängliche und das Zärtliche und so zurückkommen, da gibt es einen anderen Teil, der auch fehlt, und zwar so etwas wie Weisheit und Mitgefühl und Weitsicht oder sowas wie, ja, so ein Verständnis. Und das repräsentiert eigentlich junge Menschen und alte Menschen in unserer Gesellschaft, die beide, und jetzt auch wenn wir auf Europa blicken, auf eine gewisse Weise diskriminiert werden. Also die Jungen haben Angst, dass sie überhaupt noch einen Platz in der Welt kriegen. Das ist entsetzlich. Wirklich, meine Studenten, die haben das so ein Gefühl, die sind so jung und schlau und an der Uni und glauben, du, wenn ich musste so viel noch leisten, dass ich überhaupt da sein darf. Und dann natürlich die anderen Geschichten von alten Menschen, die dann zum Pflegefall werden oder für die sich einfach niemand mehr interessiert. Oder wenn die den Eindruck haben, sie sind nur Pensionsfresser und vernichten die Wirtschaft. Ja, oder die einfach gar nicht mehr gefragt und geliebt werden. Genau. So. Und das war also so eine Idee, dass das Verschwinden. Und das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass alles mehr und mehr nach ökonomischen Kriterien beurteilt wird, nach Nützlichkeit, nach sozusagen, was bringt mir das, auch nach Leistung. Ja, und der Junge kann noch nicht so viel leisten, weil er ist noch klein. Und der Alte kann nicht mehr so viel leisten. Und wenn wir das verlieren, dann wird unsere Gesellschaft mittelalt. Ja, nur das gibt sich von selber sozusagen, die mittelalterliche Gesellschaft. Wenn dann sind die alt, dann gibt's, und da gibt es Junge, die auch da sind. Aber machen die dann alles anders? Das ist ja die Frage. Was? Ich meine, das ist jetzt schon die Frage, auch wenn man so Kinder im Teenageralter hat. Ja? Sozusagen, wie rebellisch sind die eigentlich? Ja? Oder wie sehr kann man... Oder wie angepasst. Wie angepasst? Ja, oder wie kann man jemanden darin bestärken? Ich finde auch, dass dieser Begriff Leistung aus einer technischen Sprache ins Menschliche übergewandert ist. Ja. Das ist eigentlich keine menschliche Eigenschaft. Das ist aus der Computersprache gekommen. Man sagt, Computer hat so und so viel Leistung. Oder, oder Reiz, Versicherungsvertreter. Auto hat auch PS-Leistung. Auto, genau. Ja. Oder mir wurden die Leistungen gestrichen, sagt man. Also, genau. Bürokratie. Es ist im Endeffekt, es ist etwas Messbares. Und für Menschen ist natürlich Leidenschaft vorrangig und nicht die Leistung. Das hatten die alten Griechen wahrscheinlich besser verstanden als wir heute. Dass die Menschen viel effektiver sind, wenn sie aus Leidenschaft und nicht aus Leistungsdrang handeln. Klar. Ja, aber ich hatte ja das Gefühl, wenn ich jetzt so meine Studenten anschaue, die sind Anfang 20 und studieren an einer Kunstuniversität in Berlin. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass denen noch nie jemand gesagt hat, ihr seid alle ganz gescheit, es ist schön, dass es euch gibt. Ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken. Jeder von euch denkt über die Welt nach. Was ist denn eure Meinung zu allem? Sagen Sie ihnen das? Jedes Mal. Aha. Und es ist so großartig, weil sozusagen, ich lese ja dann auch, ich war mal Sachbuchkritikerin, ich lese auch gerne Sachbücher über die Gesellschaft. Und nehmen Sie 10 junge Menschen und fragen die sie, was jetzt gerade los ist. Sie kriegen den Inhalt des tollsten, aktuellsten philosophischen Buches direkt geliefert. Ja. Und wir leben in einer Zeit, denke ich, in genau diese Ermutigung, die ein Teil des Nicht-Angepasstseins ist, ein Teil des Selberdenkens, in der die irgendwie fehlt, wenn du in der Schule schon die Erfahrung machst, du, alles, was die von mir wollen, ist Leistung. Mhm. Ja? Und dann schaffe ich das nicht. Ich habe auch mit Schülern mal diskutiert, das war grausig, der Druck, unter dem die standen. Und Sie wirklich unter Druck? Also ich selbst damals nicht. Mhm. Ich bin 36, ich war vor 25 Jahren in der Schule. Ja? Da war das anders? Ich schwöre bei Gott, das war anders. Ich habe 1998 Abi gemacht. Und das Einzige, wo ich mich damals beschäftigt habe, war irgendwie sowas wie mein Alkoholpegel und mein Liebesleben und die Clubs, die gerade in Berlin offen waren. Mal ganz ehrlich, das ist eine ganz ehrenvolle Sache für einen Anfang 20-Jährigen. Ja, absolut. So. Und wenn ich jetzt die Studenten, die gehen natürlich schon auch aus und so, aber es gibt diese Angst, überhaupt noch zum Zuge zu kommen. Und es hat sich in 16 Jahren oder so, hat sich das echt verändert. Bitter.
Und das merke ich. Und ich merke aber auch, wenn man jemanden anspricht als verantwortlich, als interessant, als jemand, der was beizutragen hat, da gibt es immer eine Antwort. Ich meine, wie sprichst du deine Kinder an, wenn die gerade so im Werden sind? Ja? Mhm. Sicher haben sie Angst. Das, glaube ich, ist jede Generation eigen. Will mich die Welt, mich die Welt. Meine Tochter hat die ersten Bewerbungen geschrieben mit ihren 5 Sprachen, mit ihren Kenntnissen in Philosophie und Chemie. Und hat die Absagen bekommen. Es geht nur um Praktikumplatz. Da hat sie geweint. Die Welt will mich nicht. Mhm. Niemand braucht mich, was soll ich? Mhm. Das ist auch ein Teil dieser Tragödie des Lebens. Mhm. Finde ich sehr rührend, hatte ich auch wahrscheinlich. Es gibt aber in jeder Generation die Rebellen und die Streber. Ich würde sagen, dass sie jetzt immer mehr auseinanderdriften. Das gibt es ja. Mhm. Du hast hier, also weil irgendwann mal muss, also die einen sagen, ob jetzt aus Angst, Unsicherheit oder aus bösem Willen, was ich niemandem unterstellen möchte, sagen die einen, die Welt unserer Väter wollen wir nicht haben. Zum Teufel damit, wir bauen unsere eigene Welt. Ja, nur welche und womit? Ja. Irgendeine andere. Und die anderen sagen, wir passen uns an zu der Welt der Väter. Wir stehen sagen auf Ruinen. Und irgendwann mal kommen sie zusammen, diese zwei Teile. Mhm. Jetzt haben wir aber, also ist die Welt jetzt so klein geworden, dass... Dass sie nicht mehr Platz bietet für beide Lebensentwürfe. Ja, klar. Liebe Franz und Sie, etwas Wunderbares habe ich Ihrem Buch entnommen. Das Vermissen der Schönheit der Sprache. Es beginnt sich, die Geisteswissenschaften werden ja schon geradezu als seltsame Blümchen-Dilettanten hingestellt. In den Schulen verschwindet die Literatur, die Musik verschwindet aus den Lehrplänen. Das tut weh. Stimmt's? Ich glaube, ich bin extrem gegen Kulturpessimismus. Ich glaube, da werden wir mit Herrn Horx auch noch einen anderen Blick in die Zukunft werfen. Also ich glaube, dass immer wieder auch was Neues entsteht. Wie zum Beispiel diese ganzen Icons, mit denen wir digital kommunizieren. Mhm. Also ich habe mit einer solchen Lust, wie ich ein Gedicht verfassen würde, neulich, ich habe mich zuerst dagegen gewehrt. Ja. Jetzt habe ich gesagt, if you can't beat them, join them. Ja, dann mach mit. Habe ich so eine kleine Symphonie aus Imoi, heißen die, glaube ich, komponiert. Das ist so ein kleiner Winke und ein Herzchen und Blümchen und so weiter. Und es war fast wie ein Gedicht zu machen. Also ich bin absolut dagegen, dass es früher immer besser war. Das ist absolut kein Standpunkt. Ja, sondern schaut um die Sprache. Es geht darum, dass jeder Einzelne sozusagen eigentlich aufgerufen ist, die Sprache neu zu erobern. Weil sozusagen die einfache Sprache, die wir auch haben, um einander bedeutungsvolle Dinge zu sagen, wie zum Beispiel, ich liebe dich oder das bedeutet mir viel oder das hat mir jetzt sehr gut getan. Du hörst dich ja an wie so ein billiger Werbespot für irgendwelche Sandalen oder für eine Burgerbraterei. Ja. So. Und deshalb geht es ja nicht darum, zu sagen, ja, früher als das war jetzt eh schlecht, sondern zu sagen, reclaim, ja, also Wiederaneignung der Sprache. Nimm das Wort Liebe, schreib ein Gedicht dazu und mach es dir wieder zu eigen. Das ist eigentlich meine Strategie. Mir gefällt es immer, das zu nehmen, was da ist. Ja, ja. Das wäre so ein Mittelweg auch zwischen den Rebellen und den Angepassten. Aber wir müssen es nehmen, was da ist. Es gibt nicht diese alle, die immer eine neue Welt machen wollten, die waren ganz besonders schlimm. Ja? Das hat sich historisch gezeigt, es waren die Allerschlimmsten. Ja? So, sondern wir haben diese Geschichte, wir stehen auf Ruinen, wir stehen auch auf Toten. Und das ist das, womit wir spielen müssen. Und wir haben auch schon eine Sprache und sie ist schon da. Ja. Und wir müssen sie neu benutzen. Und das ist das Poetische. Ein Gedicht ist eine neue Zusammenfassung von bekannten Wörtern. Ja, es ist Herrliches über die Liebe schon geschrieben worden. Ja. Da kann man doch aufbauen. Ja, man kann aufbauen. Ich habe mit den Studenten, wir haben Liebesbriefe geschrieben und Liebesgedichte. Ja. Es geht. Wir haben sie auch nicht vorgelesen, weil wir hatten Mitleid miteinander. Ja? Aber ich habe nur gesehen, das hat allen sehr gut getan. Es ist alles immer noch möglich. Ja? Jetzt holen wir den Herrn Horx und reden weiter, wenn es recht ist. Zukunft wagen, fordert der Publizist und Zukunftsforscher Matthias Horx. Als Vater zweier Kinder kennt er Zukunftsängste und Hoffnungen. Die Zukunft, so lautet seine These, muss als Chance, nicht als Bedrohung verstanden werden, sonst lässt sie sich nicht meistern. Ein Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Matthias Horx. Herr Horx, was brauchen Kinder denn, um ihre Interessen vollständig entfalten zu können? Gar nicht so viel. Vor allen Dingen brauchen sie Aufmerksamkeit, also Zuwendung im Sinne von, wer bist du, was kannst du, wo willst du hin? Lieben sie sich selbst?
Lieben ist vielleicht ein zu starker Begriff, aber ich glaube, man muss sich selbst achten und akzeptieren. Was inspiriert Sie? Die Zukunft. Also all das, was manchmal mit einer Romantik verklärt wird und manchmal mit Schrecken versehen wird, aber was dann letztendlich gar nicht existiert. Weil in dem Moment, wo die ihre Zukunft erreichen, wird sie ja Gegenwart. Warum schauen Sie lieber nach vorne anstatt zurück? Weil rückwärts schauen tun ja genug Menschen schon. Also ich finde, dass es auch wichtig ist, dass man es auch tun muss, um nach vorne zu schauen. Aber ich glaube, die Anzahl der Menschen, die nach hinten schauen, ist doch so erheblich groß, dass der Mangel des Vorwärtsschauens deutlich wird. Wann sollte man Regeln brechen? Vor allen Dingen nicht immer. Also ich komme aus einer Generation, die den Regelbruch zur Norm erhoben hat. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Gesellschaft ist heute genau auf diesem Trip. Nur das Problem ist, wenn es irgendwann nichts mehr gibt, wo man die Regeln brechen kann, macht die Rebellion natürlich keinen Sinn mehr. Es kann auch klug sein, etwas zu bejahen. Vielen Dank. Danke. Willkommen, schön, dass Sie hier sind. Was trinken Sie denn? Ich hätte Rotwein, hätte Rivella, ich hätte auch Wasser. Aber schlichtes Wasser. Wirklich? Na bitte. Rivella nicht so. Rivella weniger, ja, was? So, jetzt so scheppert's gleich, jetzt alles passiert gleich irgendwas Zeit. Furchtbares. Ich bin ja unbegabt mit dem Zeug. Ich bitte schön. Vielen Dank. Lieber Herr Horst, Zukunft wagen. Ich glaube, Sie haben sich ein kompliziertes Feld ausgesucht. Zukunft ist etwas, von dem viele Leute heute glauben, es gibt's gar nicht mehr. Wie reagieren wir denn auf das? Die Nordhalbkugel ist bereits massiv erfasst von einer Katastrophe, die man früher eher im Süden verortet hat, nicht? Ist das so? Also, na ja, wenn wir nach Sie übertreiben, aber das ist das Privileg aller Medien, dass man na immer klar. gerne übertreibt. Es ist in der Tat so, dass es so Wellen gibt. Ich bin aufgewachsen in den 60er Jahren und meine Zukunft war immer Weltraum, diese wunderschönen Lycra-Uniformen der Raumschiffkommandanten, mit denen man so schwebt. Nicht? Raumpatrouille oder? Ja, genau. Also es war völlig klar, wo die Zukunft lag. Sie lag vorne oben. Und ja, ja. Heute sind wir in so einer Schleife, wo quasi die Zukunft um uns herum kreist und wir manchmal das Gefühl haben, also viele Menschen haben das Gefühl, das Beste liegt hinter uns. Und so weiter. Aber wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, und das ist ja meine Aufgabe als auch Historiker nach vorne, wenn man so will, dann merkt man, dass viele Entwicklungen auf der Welt gar nicht so schlecht sind und immer wieder Verblüffungen auch erzeugen können. Ich mache das öfters auch mal mit Schülern oder auch in Universitäten, wo es gibt so einen Zukunftstest, wo man eben fragt, was wisst ihr eigentlich über die großen Veränderungen auf dieser Welt? Ja? Gibt es heute mehr arme Menschen als vor 20 Jahren, ja oder nein? Sagen alle, natürlich gibt es mehr. Es hat sich halbiert, mehr als halbiert. Wie groß ist die Lebenserwartung der Menschen heute im Schnitt mit allen Kriegen, mit aller Armut? Was glauben Sie? Wie groß ist die Lebenserwartung eines Erdenbürgers im Schnitt? Mit allen? Ja, mit allen. 70. Ja, stimmt. Aber ist das nicht großartig? 70 ist ja gewaltig. Also der Durchschnitt der Deutschen sagt 45. Ach, und wann gab es jemals eine Zeit, jetzt kommt die ganz gemeine Frage, wann gab es jemals eine Zeit, in der weniger Menschen in Kriegen umgekommen sind als heute? Heute ist, und das ist, kann man einen natürlich auch depressiv machen, die friedlichste Zeit aller Zeiten. Und das heißt, wir unterliegen dauernd kognitiven Irrtümern. Wir müssen uns quasi in die Umlaufbahn begeben und einmal den ganzen Planeten sich anschauen, was dort alles passiert, welche Aufbrüche, also 500 Millionen Menschen gehen gerade in China in die ersten Zwei-Zimmer-Wohnungen und kaufen sich eine Waschmaschine. Jetzt kann man sagen, das ist lächerlich, das wollen wir ja gar nicht. Die sind früher so schön ökologisch Fahrrad gefahren, sollen sie bitte weitermachen. Jetzt wollen sie SUVs fahren. Das fordert uns heraus. Also was sich geändert hat, ist nicht, dass die Welt schlechter geworden ist, sondern wir werden anders herausgefordert. Und das, finde ich, ist ja auch etwas, was uns aktivieren kann, was uns unsere Fantasien, auch unsere Kreativität herausfordert. Wie kriegen wir eine Energieversorgung hin, die für alle auf dem Planeten reicht und so weiter. Es geht. Und wir wissen heute so viele, viele tolle Innovationen,
wenn wir die richtig zusammenstöpseln, und daran kann jeder seinen Teil haben, dann können natürlich bis zu 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben, in einer sehr viel besseren Verfassung, als es heute ist. Wie macht man denn das so ungefähr? Man hört ja immer, dass das nahezu unbewohnbar wird, der Planet mit dieser Menge. Ja, aber nur, weil Sie und Ihre Kollegen uns das seit Ewigkeiten erzählen, was übrigens auch nicht neu ist, weil wenn Sie mal in die Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts gehen, da werden Sie ganz viele Weltuntergangsdiskurse Tageszeit, und da hatten die Leute vielleicht sogar noch mehr Grund. Weil das war auch die Zeit zwischen großen Kriegen, in denen die Welten wirklich untergegangen sind. Mhm. Also es ist nichts Neues, aber wir wissen, dass der Mensch eine große kognitive Dissonanz in seinem Inneren trägt und wir uns nicht vor dem fürchten, vor dem wir uns fürchten sollten, sondern über das wir uns am meisten aufregen. Ja? Typisches Beispiel Griechenland. Wir regen uns wahnsinnig über Griechenland, aber ich sage Ihnen, was das ist. Das ist nichts anderes als ein Pokerspiel. Das ist eine reine Nullnummer, über die wir uns von früh bis abends aufregen. Ja, aber im Grunde genommen wird an einem gewissen Punkt, muss man sagen, okay, jetzt mal durchatmen. Was tun wir jetzt? Es ist völlig klar, was zu tun ist. Ja. Und mit diesen ganzen Scheinproblematiken, mit dieser kognitiven Krise, das ist, glaube ich, eine kognitive Krise, die wird eben auch durch die Übermacht des Internet, durch die ungeheuren, auf uns einstürzenden, ja, Informationen kann man gar nicht sagen. Wir können das nicht mehr sortieren. Nicht? Also das Internet führt ja dazu, dass wir nicht mehr wissen, was nah und was fern ist. Und immer dann, wenn Menschen diese Unterscheidung nicht mehr treffen können, was geht nicht an, wo kann ich was tun, dann werden wir tendenziell verrückt. Und das müssen wir lernen. Wir brauchen jetzt einen großen kognitiven Sprung. Und ich glaube, der muss auch von den Schulen ausgehen, dass man auch den Kindern nicht dauernd diesen selben Käse erzählt, den der Club of Rome schon erzählt hat und der nie gestimmt hat und auch in Zukunft nicht stimmen wird. Was soll man ihnen denn erzählen? Ich glaube, dass sagen Sie nicht die Wahrheit, weil die kennen wir alle nicht so. Nein, es geht auch nicht um die Wahrheit, sondern es geht um einen Diskurs über die Zukunft. Es geht eigentlich um die Frage des Ernstnehmens. Das wurde hier schon gesagt. Also ich selber habe zwei Kinder, die jetzt auch schon im frühen Erwachsenenalter sind. Die sind gerade 18 und 22 geworden. Und ich habe lange versucht, auch die Kinder in der öffentlichen Schule zu lassen. Aber dort gab es immer nur die klassische alte Fehlerpädagogik. Ja? Also du machst was falsch. Note runter. Und es gab überhaupt keinen Grund, etwas zu lernen. Und dann haben wir unseren Jüngeren tatsächlich in ein angelsächsisches Schulmodell gesetzt. Und siehe da, der blühte auf. Also der fing an zu lernen, der hat jetzt mit einem gigantischen Erfolg sein Baccalaureat abgeschlossen, also das, was hier das Matura ist. Was ist ein angelsächsisches Modell? Ja, das, also eine American School, die aber eben nach individualisierten Unterrichts Pädagogiken vorgeht. Und wir haben uns lange gefragt, woran liegt das? Und es liegt an einer einzigen Frage, nämlich wie empathisch und wie sehr auf Selbstwirksamkeit ist diese Pädagogik? Also fragt man die Kinder. Das Problem ist, dass in unserer Pädagogik eigentlich immer die Beziehung verweigert wird. Ja, also die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler oder bei uns auch in der antiautoritären Erziehung. Ich komme ja aus der antiautoritären Bewegung und mein erster Job war Bezugsperson im antiautoritären Kinderladen. Und die Kinder haben immer gesagt, müssen wir heute schon wieder machen, was wir wollen. Und das war auch Beziehungsverweigerung. Ja? Und in guten Schulen ist es einfach so, dass die Lehrer die Kinder fragen, wer bist du? Wo willst du hin? Also eine Art von Achtsamkeit, die eben hingeht in Richtung auf Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, Selbstwirksamkeit ist die zentrale Frage. Wenn wir das erfahren können, dann können wir auch die Welt formen. Das haben Sie und das ist die entscheidende, sehr ähnlich vorher die entscheidende Fragestellung der Pädagogik. Also ich glaube, das ist um etwas komplexer. Es gibt eine minimale Komplexität, die wir nicht rausbekommen. Und das hat etwas mit den Paradoxen zu tun. Also dass wir eigentlich der Mensch immer zwischen einander ausschließen und Gegensätzen balancieren muss. Selbstwirksamkeit ist etwas wie Autonomie und Freiheit. Das Gefühl, dass ich selbst etwas, dass ich etwas bewirke, dass es etwas ausmacht, dass ich da bin, dass ich mich in der Welt verhalten kann. Das ist der Gegenpol zu dem anderen, zu unserer Unabhängigkeit, zu unserer Ohnmacht, zu unserer Unfreiheit, dazu, dass wir in die Welt geworfen sind, dass immer schon was da ist, dass wir in einem bestimmten Elternhaus, in einer bestimmten Epoche aufgewachsen sind und sozusagen den Umgang mit zwei einander ausschließenden Gegensätzen zu lernen. Also eine Schule voller selbstwirksamer Kinder, die sagen, wir sozusagen, die nicht gelernt haben, aufeinander Rücksicht zu nehmen, miteinander liebenswürdig umzugehen, voneinander Respekt zu haben. Das ist dann schon wieder beängstigend, aber ich bin mir sicher, dass Ihre Schule das andere auch mitgelernt hat. Also ich hoffe, jetzt. Ja, das ist natürlich extrem sozial. Aber ich weiß, was Sie meinen. Es gibt keine gute Idee, die man nicht durch Übertreibung ruinieren kann. Es geht darum, dass man sozusagen diese minimale Komplexität aufrechterhält. Dass man sagt, diese zwei Dinge, Freiheit und Abhängigkeit, das zu gestalten, zu sagen, wie nehmen wir das Gemeinsame?
das sozusagen Miteinander sein und wie fördern wir das Selbstsein? Und klar, also. Aber Selbstwirksamkeit ist für mich etwas, was nur im Sozialen stattfinden kann. Also alleine selbstwirksam sein ist bizarr, ja. Sondern doch, Menschen sind sehr selbstwirksam. Immer Beziehungswesen. Wirklich, aber ich glaube eben, dass das der entscheidende Punkt ist. Wir können ja heute auch in den Krisen der Welt sehen, dass die eigentlich ausgehen, dass dieser dunkle Kern der Gewalt oder der Gewaltandrohung, dass die immer von Situationen ausgehen, wo Menschen das Gefühl haben, ich bin ein Niemand, ich werde nicht wahrgenommen, ich werde gedemütigt. Ja? Der IS, die islamischen Konvertiten oder auch das Problem Russland, das ist eine Nation, die immer das Gefühl hat, gedemütigt worden zu sein. Ja? Das ist die zentrale Produktivkraft quasi. Wo Zukunft ermöglicht wird, ist, dass man Menschen eben tatsächlich den, oder Griechenland ist genau dasselbe. Ja. Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Matthias, ich wünsche Sie als Bezugsperson für die ganze Erde. Ich gebe mir Mühe. Das wäre, also genau, da können 140 Millionen Russen bei Ihnen ankommen und sagen, was sollen wir tun in dieser neuen Welt? Ja. Wir können keine Autos bauen, dafür ist es zu spät. Glaube ich nicht, nein. Jetzt anzufangen. Ich glaube, konkurrenzfähig werden sie nicht. Ja, dann kommen die Chinesen nicht, mit den Waschmaschinen. Was sollen wir waschen? Es gibt so viele Menschen, die überflüssig geworden sind in dieser tollen Welt. Aber ich möchte jetzt mit meinem Pessimismus Ihnen den... Also den das Russland-Problem müssen wir in der Tat heftig angehen hier. Das ist schon richtig. Also mir hat sehr gut gefallen, was Sie erzählt haben. Das ist toll. Grandios. Und das aber, um zurück zur Zukunft zu kommen. Ich glaube eben, dass wir Zukunft nur formen können. Es gibt natürlich immer eine Zukunft. Man kann natürlich sagen, es gibt keine und die Welt geht unter. Das ist aber auch nur eine Erzählung. Das ist übrigens eine sehr spannende Erzählung. Es ist ja kein Zufall, dass inzwischen ein Drittel aller Filme in Hollywood Weltuntergangsfilme sind. Warum? Da wird natürlich das genuin Menschliche verhandelt. Ja? Am Ende bricht alles zusammen. Und wer bleibt übrig? Die Familie. Nicht? Man muss nichts machen. Alle anderen sind schuld. Alles ist aufregend. Alles ist wahnsinnig intensiv. Also das ist auch eine Erzählung, die die Gesellschaft liebt oder die wir auch als Menschen lieben. Ja, ich treffe immer so Leute, die kommen und sagen, Herr Hawks, wissen doch, die Welt geht unter das. Und die haben so ein Leuchten in den Augen. Ja, ich sage, ja, ich bin der Bewohner der letzten Tage. Ja. Das haben Menschen natürlich immer schon gedacht. Die Religionen, ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Religionen, die immer in diesem Gefühl Endzeit, das Christentum, aber da gibt's im ganzen Mittelalter. Ist ein großartiges Stück Literatur. Super. Aber es gibt diesen tollen Film gerade, Mad Max Fury Road. Da fangen sie wieder mit der Zukunft an. Also ich meine, was mir gefällt oder was mich interessieren würde, wäre das Wort alternativlos. Also sozusagen der größte Feind der Zukunft ist das Wort Alternativlosigkeit. Mhm. Weil Zukunft ist eigentlich eine offene Zukunft. Also sozusagen die primäre Eigenschaft der Zukunft ist ihre Offenheit. Und dann gibt es sozusagen eine gewisse Vorhersagen, die möglich sind. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass wir sozusagen Zukunft ein Werden ist. Und dass wir vielleicht ein Vertrauen diesem Werden gegenüber haben, dass die Zukunft ist. Und eine meiner Kritiken in meinem Buch ist, dass wir vielleicht, das sind auch zwei Pole, das Werden und das Sein. Und wir leben in einer Zeit, die alles versucht zu verwerten, dafür alles sichtbar macht und alles in ein Sein verwandelt. Und dieses Sein, weil es nur noch so ist, es, und es kann auch nicht anders sein. Ja, ja. Und das ist ein Motiv, das die Zukunft auch eigentlich als ewige Verlängerung der Gegenwart erscheinen lässt. Weil so laufen die Geschäfte am besten, sagen wir es. Ja? Und also, es ist auch am meisten Profit möglich. Und diese Idee, wie wir zum Werden zurückkommen, auch in Bezug auf eine Zukunft, Offenheit, Vertrauen, so etwas. Was sagen Sie? Genau, ich muss mein Salz auch in die Suppe tun. Die Zukunft ist nicht etwas, was auf uns zusteuert, sondern wir leben hier in dieser Produktionsstätte der Zukunft. Das, was heute oder gestern produziert worden ist, wird morgen die Zukunft sein. Und das war noch nie der Fall in der ganzen menschlichen Geschichte, dass sie nicht ihre tollen Erfindungen zur Geltung gebracht haben. Die Menschen produzieren Waffen, die Menschen produzieren Bomben. Diese Bomben werden in der Zukunft hochgehen. Es gab noch nie keine einzige Erfindung, die nicht zur Geltung gekommen ist. Ja, naja, man kann auch recyceln. Ja? Also das recyceln geht auch bei Waffen. Ja. Ich glaube, es werden auch ganz viele alte Bomben werden recyceln, neue Bomben, bessere Bomben werden erfunden. Weil Fortschritt ist unaufhaltsam. Ja, gut. Und man kann an dem Zustand der Gegenwart und der Menschengeschichte schon sich ein Bild machen von der Zukunft, die auf uns wartet. Die ist, wie gesagt, die kommt nicht von einem anderen Planeten.
Ja, das liebe ich. Auch alles kommt nicht von einem anderen Planeten. Alles haben wir gemacht. Und ich finde, darin liegt, also wir haben den Kapitalismus gemacht. Das ist nicht runtergefallen auf die Erde. Wir haben auch den Turbokapitalismus und gemacht. Und das alles wird auf uns oder beziehungsweise auf unsere Kinder deshalb denke ich, in der Zukunft krachen. Und deswegen, die Antwort ist, wir müssen dafür Verantwortung übernehmen. Deswegen hat man hier, auch so viele Ängste und diese revanchistische Aktionen, wo ganze Länder wie meine Heimat plötzlich auf 180 Grad umkehren und in die Vergangenheit oder Zukunft suchen, zurück wollen. Ja, aber das heißt auch in Deutschland, also diese der Zunahme an so blödsinnigen Ideologien, genau, die andere ausgrenzen. Genau, ja. Wie heißt das? Alternative für Fanatiker. Deutschland. Ja, diese Idioten. Ja, es ist verrückt. Und zu sagen, also dieses Gefühl, wenn eine Gesellschaft das Gefühl hat, dass hier die Zukunft abhanden kommt. Das ist ja so ein Punkt, wie ich das verstanden habe, wo Sie ansetzen und sagen, nein, Zukunft gibt es und Zukunft können wir gestalten. Und ja, Herr Hotz, ein aufmunterndes Wort zum Abschluss. Ja. Bitte, bitte für uns, etwas für die Zukunft. Nein, also ich muss dann natürlich ehrlich auch sagen, dass wir in der Zukunftsforschung die Zukunft auch als Trick benutzen, als Spiegel, nicht? Also im Sinne auch des delphischen Orakels, in dem wir uns selbst erkennen können. Und einer der wichtigsten, glaube ich, Fragestellungen, ich bezeichne mich ja auch nicht als Optimist, sondern ich nenne das immer Possibilist, ja, also als Vertreter von Möglichkeiten, ist eben, dass wir diese in der Tat linearen Zukunftsentwürfe, die uns im Kopf drin sind, dass wir die fallen lassen können, dass wir die einfach gehen lassen können. Das eine Lineare ist die Technikaffinität, ja, dass wir alles mit Technik lösen können. Das ist eine großartige Zukunftserzählung. Das ist der Gegensatz gewissermaßen zur Apokalypse. Aber wichtig ist eben, dass wir auch uns eingestellen, und das gehört eben zur Selbstwirksamkeit dazu, und das ist eine ganz entscheidende Frage in den Schulen, auch schon in den Kindergärten. Meine Kinder sind schon in den 70er, 80er, in den 80er Jahren schon nach Hause gekommen, in den späten, und haben gesagt, Papi, die Welt geht unter, das hat uns die Kindergärtnerin erzählt. Und ich glaube, dass die Aufgabe von Erwachsenen zum Teil auch ist, ein bisschen die Welt zu entkatastrophieren. Und das gelingt natürlich nur, wenn wir uns tatsächlich eine Übersicht schaffen über das, was auch schon gelungen ist. Also es ist alles richtig, was hier gesagt wurde. Wir können natürlich immer klagen und die Probleme benennen, aber wir müssen natürlich auch mal benennen, dass die Menschheit auch einiges hinbekommen hat, was unglaublich ist und was wir, glaube ich, sehr unterschätzen. Und das ist eben doch auch die Möglichkeit von Systemen wie Demokratie oder von Systemen wie, wie veränderten Technologien, die eben nicht so einen großen negativen Umwelteinfluss haben. Es liegen die Lösungen gewissermaßen auf dem Tisch. Und wir sehen auch gleichzeitig, wie diese Abstürze in die Vergangenheit immer wieder stattfinden. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir sie mit ein bisschen Weisheit mehr verstehen, und dafür brauchen wir auch die nächste Generation, dann können wir zumindest Teil dazu beitragen, dass wir nicht aus lauter Hysterie irgendwann in die falsche Richtung rennen. Denn ich glaube, die Untergänge, die wirklichen Krisen in Zukunft, die werden ganz oft durch eine Übersteigerung von Angst, von Panik, von Hysterien erzeugt. Also eigentlich von mentalen Fragen, gar nicht so sehr von den Waffen, sondern dass wir uns in eine Angstpsychose hineinsteigern. Und insofern sind, glaube ich, diese weichen Begriffe, die hier genannt worden sind, auch wie die Weisheit, die Selbstreflexion und all diese Dinge, die auch in diesen wunderbaren Bücherbergen hier drin stecken, die sind eine ganz kostbare Gabe für die Zukunft. Ein wunderbares Schlusswort. Wir blicken wieder etwas gelassener und mit etwas mehr Hoffnung in die Zukunft. Es war eine großartige Runde. Bleiben Sie ein bisschen noch bei mir. Ich muss nur noch abmoderieren. Folgen Sie uns nun noch in die Welt der Literatur. Die Neuigkeiten. Sex Sells und beliebtes Eheleben. Sexszenen schreiben erregt US-Kultautor T.C. Boyle, wie er in einem Interview sagt. Sexszenen entstehen, wenn der Autor scharf ist. Rauschszenen, wenn er einen Drink braucht. Und üppige Essensszenen, wenn der Hunger zuschlägt, sagte der 66-Jährige. Erotische Szenen seien in der Literatur dann am besten, wenn der Autor nur andeute, nicht ausführe. Die Imaginationskraft des Lesers braucht einen winzig kleinen Stupser, meint Boyle. Dem Eheleben von Boyle scheinen die erotischen Ergüsse des Autors gut zu tun. Meine Frau hilft sehr enthusiastisch mit bei der Recherche. Na dann, wünschen wir noch viele schöne Stunden, schreibend und liebend. Neues Dick-Larsen-Buch. Larsen ist tot, aber auch posthum geht sich ein neues Buch aus. Verfilmt wurden bereits alle Originalbände. Geschrieben wurde das neue Buch mit dem Titel Verschwörung vom schwedischen Journalist David Lagercrantz.
Welchen Umsatz sich der Verlag von Band 4 erhofft, wird nicht verraten. Nur so viel. Rund 2,7 Millionen Exemplare kommen nächste Woche in 25 Ländern auf den Markt. Die Kassen werden jedenfalls klingeln. Chucks kommt ins Kino. Was wird das? Sie ist 17 Jahre alt, kommt aus einer dysfunktionalen Familie und zieht mit knallrot gefärbter Mähne durch die Straßen Wiens. May trägt die abgetragenen Chucks ihres toten Bruders an den Füßen und hat den Halt im Leben verloren. Der Debütroman der St. Pöltnerin Cornelia Travnicek wurde von Sabine Hiebler und Gerhard Hertel verfilmt und kommt Ende September in die heimischen Kinos. Damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Glauben Sie mir, dass das Lesen eines Hexameter-Epos etwas überaus Unterhaltendes sein kann. Ich empfehle Ihnen Reinecke Fuchs von Goethe. Wir lesen da in 12 Gesängen, wie der schlimmste Ganove des Tierreichs statt an den Galgen ins Amt des Kanzlers gelangt. Ich werde hier keinerlei weitere Kommentare dazu abgeben. Zu Goethe meine Quizfrage: Wie heißt die Tochter des trojanischen Heerführers Agamemnon, die von ihrem eigenen Vater geopfert werden sollte und von der Göttin Artemis auf die Insel Tauris entrückt wurde? Goethe hat ihr eines der bedeutendsten Dramen der Klassik gewidmet. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von Herrn Kaminer gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Danke, traumhaft. Richtig schön. Bitte, wir müssen noch einmal kurz in die Kamera, bitte.